freue mich über die Siegerin an meiner Seite. Glückwunsch, Amelie Ottens. Amelie, Obi-Wan the Beaufort, den hast du noch gar nicht so lange im Stall und das sah schon sehr, sehr harmonisch aus. Ja, er ist ein sehr routiniertes, erfahrenes Pferd und jetzt ist er immer fitter geworden und heute hat es halt gut geklappt. Seit wann hast du ihn bei dir im Stall? Seit Ende September und ich bin in einem Draußenturnier geritten und jetzt habe ich ihn mitgenommen und ja, dass es so gut läuft, hätte ich auch nicht gedacht. Start in die Hallensaison, wobei man hier eigentlich fast gar nicht mehr von der Hallensaison reden kann. Liegt das so ein bisschen oder würdest du sagen, meine Güte, eigentlich eher so ein bisschen draußen fährt? Ich würde sagen, dass er beides sehr gut kann. Er ist ja, sehr, sehr rittig eigentlich auch, überhaupt nicht guckig und er macht das einfach. So wie drin und draußen auch, ja. Diese Bedingungen, die wir hier draußen haben, Sonne, Breite und so weiter, das ist als Reiter schon was ganz Besonderes, oder? Ja, das ist Wahnsinn hier zu reiten, auch so die Kulisse finde ich sehr schön und ja, als erstes Hallenturnier doch sehr gut, ja. Die Planung jetzt für die nächsten Tage, hast du so ein bisschen was vorgenommen? Auf jeden Fall null reiten und ja, wofür es dann reicht, das werden wir dann sehen, aber ja. Dafür drücken wir dir ganz recht fest die Daumen. Recht herzlichen Dank, Amelie Ottens.